Von Lana Grossa gibt es die Oro. Das ist ein Ganzjahresklassiker. Sie besteht zu 50% aus Baumwolle und 50% Schurwolle. Die Oro hat eine Lauflänge von 150 Metern aus 50 Gramm und wird mit Nadelstärke Nummer 3,5 bis 4 verarbeitet. Aus der Oro von Lana Grossa zeige ich das große Perlmuster. Man strickt in der ersten Reihe abwechselnd eine Masche rechts, eine Masche links. In der Rückreihe strickt man die Maschen, wie sie erscheinen. Das bedeutet, wenn jetzt hier eine linke Masche erscheint, stricke ich die auch links ab. Und wenn die rechte erscheint, stricke ich sie auch rechts ab. Also wieder genau gleich. Deshalb nennt sich das das große Perlmuster, weil hier in jeder zweiten Reihe erst das Muster gewechselt wird. Also Hin- und Rückreihe ergeben das gleiche Maschenbild. Also Maschen stricken, wie sie erscheinen. Dieser Ausdruck, wie sie erscheinen, wird auch oft beim Abketten erwähnt. Maschen abketten, wie sie erscheinen. Das heißt, wenn man beim Rippenmuster die Maschen abkettet, auch die Maschen nochmal so stricken, wie sie im Muster sind. Also die linken Maschen links stricken, bevor man sie abkettet, und die rechten Maschen rechts stricken. Das ergibt eine gleichmäßigere Abkettkante. So, nun beginnen wir mit einer linken Masche. Jetzt versetzt sich also das Muster. Über die linken Maschen kommen jetzt die rechten und über die rechten die linken Maschen. Dieses Muster wird oft zum Stricken von Babysachen verwendet. Neuerdings jetzt auch mit ganz dicken Garnen für Mützen. Sieht gerade bei Farbübergängen interessant aus. Und die Rückreihe, jetzt eben wieder die Maschen stricken, wie sie erscheinen. Das war's. So sieht das große Perlmuster aus.